So. Dann gucken wir mal, was uns hier so erwartet, ne? Bei V-Medium. Wir drücken mal einen Knopf. Fullscreen an. Ja. Um 60. Beste, so. Gibt's hier keinen Richtwert? Das wäre es mal so. Und ein neues Spiel. Oh Mann, ich bin echt gespannt, was da jetzt bei rumkommt. So. Mal hoffen, dass einer das Spiel nicht anschreit. Das lädt ganz schön lang. Hallo, Spiel? It all starts with a dead girl. Okay, gleich erstmal die. Alter? Mich halt anspielt. Okay. Geht ja gut los. Was war denn das jetzt? Ever since I was little, I've had this dream. Keine Angst, ich stelle die Textboxen gleich auf Deutsch. A girl is running through the woods. The moon, the scent of. And then the gunshot. Wem hast du das zweite Getränk? It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. Part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Okay. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together.
I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Ja, ganz kleinen Moment. Settings. Text. Sprache machen wir Deutsch. Texthintergrund brauchen wir nicht. Das passt alles. Und weiter. So, und damit nochmal herzlich willkommen zu The Medium. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Okay. Oktober 1999 und November 1999. Erlesen. Oktober, zweiter Tag des Schutzes, Tag der Schutzengel, dritter Begräbnis um 10 Uhr, vierter Ultraschall, siebter unsere liebe Frau vom Rosenkranz, neunter Biopsie, zehnter Paket an Marianne schicken, 14. Termin beim Neurologen, 16. Begräbnis um 12.30 Uhr, zwei Begräbnisse, 18. Ultraschall, 22. Termin beim Neurochirurgen, 23. Begräbnis um 9, Begräbnis um 11, 27. Marianne vom Bahnhof abholen, November, 1. aller Heiligen, 2. aller Seelen, 5. Operation. Irgendwas zu gucken? Nee. So. Hier noch irgendwo was? Nö. Kommen wir auch nicht lang. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Achso, ich muss selber laufen. Shit. Ja. Ein Schmied. Nice to see you too. Können wir hier rein? Das ist zum Bestattungsinstitut. Warum packt sie das in Katzennapf? Da kann ich den nicht aufnehmen. Hä? Okay. Ja, dann lassen wir ihn halt liegen. Looks nourishing. Finde die Krawattenklammer. Ach so, ich habe den Schlüssel bereits. Kombinieren kann man auch. Okay, gut, zurück. Hey, Miet, du Fresserchen. Here you go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Weg dir, ne? Miet. Ah ja. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sierzas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sierzas kamen heute wie üblich zur Arbeit. Statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen. Ein Symbol für den Untergang der Firma. Dies ist nicht der Tod unserer Mine, skandieren die Mitglieder des Bergwerk-Rettungskomitees von Sierza. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. So, ein bisschen scrollen. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigerten sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sierza aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tüchü, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt. Bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Eine neue Mission der NATO, für Stabilität in einer Welt nach dem Kalten Krieg zu sorgen. Heute hielt der US-Präsident Bill Clinton eine wichtige außerpolitische Rede zum Gedenken an den Fall der Berliner Mauer. Der Präsident sprach über die Fortschritte, die wir bei der Stärkung der Demokratie in Mittel- und Osteuropa erzielt haben.
und über die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Der Präsident betonte außerdem, dass die Führung und das Engagement seines Landes für die friedliche Umgestaltung Europas entscheidend waren. Präsident Clintons Vision von einem ungeteilten, demokratischen und friedlichen Europa wurde durch die wichtigen Meilensteine noch gefördert. Durch die Erweiterung der NATO Anfang dieses Jahres um Polen, Ungarn und die Tschechische Republik haben Präsident Clinton und die anderen führenden Politiker der NATO diese neuen Demokratien und das Bündnis gestärkt und ihren Beitrag zur Sicherheit und Stabilität Europas gewährleistet. Das ist aber schön. Mal hier rein. Ich kann nicht glauben, dass es alles noch hier ist. Oh, Jack. Ist er jetzt Jack? Hier? Wie man Fotos entwickelt. Fotos für 5 Sekunden belichten, für 3 Sekunden in Multigrade tauchen, für 3 Sekunden in Stoppbad tauchen, für 3 Sekunden ins Fixiermittel tauchen. 5 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Okay? Dafür brauche ich erst ein Foto. I guess I forgot about this one. I can do it now. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ja, langsam entsteht ein Bild. Zack. Eins, zwei, drei. Ja, das wird doch. Wir könnten auch Fotograf werden. Eins, zwei, drei. Das war das letzte Foto, das ich von dir genommen habe, Jack. Shit. Das ist also Jack. Und du? Haben wir ein Foto von Jack gesehen, ja? Noch etwas zu untersuchen. Nee? Zeitung haben wir schon gelesen. Kann ich denn da noch irgendwas machen, oder? Nee, mehr ist hier nicht. Wir können hier ein bisschen Hack machen. Nee? Okay, dann nicht. Den Kühlschrank auch nicht. Was ist hier? Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Ach, wir sind Marianne. Was ist das? Interesting. Kann ich damit irgendwas machen? 1984? Nö. Da komme ich anscheinend noch nicht rein. Gucken wir mal hier vorne rum. Meets. Jack's room. It's like he never. Damn it. I used to think I'd never fit in. But Jack. He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Hm? Ist sonst noch irgendwas? Das Buch können wir nicht schnökern. Amit? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Was denn los mit dir, Amit?
weird to be back in my old room. So many memories. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Okay. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Spirits. There was a time I'd try to run from them. To ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Hier passiert. Das sollen wir wohl noch erfahren. Das I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Sehr geehrter Mr. Orkan. Orkan? Nee, Orkan, ne? Wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihr Mitschüler zu trösten, aber ihnen ist sicher bewusst, dass sie dieses Verhalten gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule Nummer 7, Sophia Kania. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Aufnahmekarte für Intensivstation. Allgemeine Informationen. Vorname Marianne. Nachname, Alter 3 Jahre. Geschlecht weiblich. Erste Diagnose. Verbrennung zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet. Verabreichung von Trinklösung eingeleitet. Schmerzlinderung eingeleitet. Die Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht. Bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Aha. Krawattennadel haben wir immer noch nicht gefunden. Hermits, pennst du jetzt? Nee. Wo ist denn die Krawattennadel? Wo ist sie denn? Wieso kann ich denn hier nicht rein? Tie clip. I need to find it. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nicht bewegen.